Hallo und herzlich willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Wolfenstein The New Order. Ich habe den Sven dabei. Hallöchen! Das wird ein Duo-Let's Play. Also wenn ich sterbe, wird Sven spielen und wenn Sven stirbt, werde ich spielen. Wenn ich zu laut bin, dann tut es mir leid. Ich musste mein Headset sensibler stellen, damit man Sven versteht. Und Ja. ihn versteht ihr wahrscheinlich auch etwas leiser. Wir stehen halt nebeneinander und haben kein Etwas. Studiomikrofon. Das kotzt ein bisschen an, aber wenn ich mehr Geld habe, werde ich mir eins zulegen. Das verspreche ich euch. Auf den Wunsch Svens nehmen wir das zu zweit auf, weil wir beide so riesen Fans von Nazi-Metzelspiels sind. Oh ja, allgemein von Nazis. Ja, Hoffentlich habe ich das Spiel nicht zu laut gestellt. Es tut mir leid, aber ich werde heute den ersten Part hochladen, also könnt ihr ja sagen. Wir spielen auf Bring Him On und wir haben die englische Version, weil wir die NS-Symbole haben wollten und also weil wir weil ungecuttetes wir Spiel unbedingt haben gegen wollten. Nazis spielen wollten und nicht gegen ein Regime. So ist es. Wenn es ab und zu ruckelt, dann tut es mir leid. Boah, diese unglaublich geile Grafik, guckt es euch an. Erinnert mich ein bisschen an War Thunder. Oh fuck. Wir müssen Makarov aufhalten. Oh shit, Jungs, wir sind hier gerade am Abgrund. Am Abgrund der FPS. Am Abgrund der FPS. Der Fulburgs Höllenmaschine haben wir nur 50 J. FPS. Wenn wir J drücken, haben wir Notes, okay. Also hier Collectibles. Oh, seht ihr den an? Der ist doch hübsch, ne? Ja. Oh, mein Süßer, sacrebleu. Das sind Perks, also wir können uns auch skillen. Lol, echt? Das hab ich gar nicht gewusst. Collectibles und Das Gold, das Tutorials. Nazi-Gold wollen wir finden. Gib uns das Nazi-Gold. So. Wie mit so einem geiler Pilot vor dem Herrn. Aha. Den nimmt das an. Wir können hier so rumlaufen. Boah, die Steuerung ist auch richtig cool. Das ist auch richtig schnell in dem Spiel. Das ist vergleichbar mit Locked. Borderlands 2. Nein, war das? Da war das. Das war schon cool. Was Ja, finden was wir war hier? das? Man kann hier ziemlich viel einsammeln, habe ich das Gefühl. Red mal ein bisschen lauter, sonst verstehen dich die Leute Ja, nicht. natürlich sage ich doch. Hier, wir brauchen alles. Hier, hier, Ah, hier. okay, da müssen wir erstmal. Ey, nicht, dass wir hier verbrennen, yo. Boah, die Hand ist so geil. Lol, was hat der für Patsche? Keine Ahnung. Ach, zum Glück muss man die nicht oft sehen. Das Ding ist, ich bin da abgebrannt. Ja, ein bisschen HP verloren und sei keine Pussy. Yo, Ein bisschen Feuer, Junge. das sieht so cool aus, das Spiel. Und dabei haben wir es noch nicht mal auf maximal Stellung. Es geht noch ein bisschen höher. Aber das ist Ich hab ein gut. Messerchen. Natürlich. Von den Lernen. Lol. Schneiden. Sonst stürzt wir ab. Ich mach ja schon nicht. Oh. So, das haben wir schon durchgeschnitten. Das schneiden wir auch noch durch. Durchschneiden hier alles weg. Da ist noch eins. Da ist noch eins. Wo denn, wo denn, wo denn? Da. Ach, da. Nein. Ich hab vergessen, meine Zahnbürste da rauszuholen. Hehehehe. Nein. Mein Wagen. Oh, wir haben auch Besuch wieder von Call of Duty. Ein großes Lied. Okay, wir müssen zum Cockpit zurück. Dann machen wir das natürlich. Oh. Dann machen wir das natürlich. Ja, mir geht's gut. Es gibt eine leichte HP-Regeneration im Spiel, aber immer nur 20 HP und das sind ja 5 Lebenskarten. Was zum Teufel? Seht ihr die geilen futuristischen Flugzeuge? Boah, jetzt wird erstmal hier gefeuert, meine Freunde. Schießen! Und nichts treffen, kann ich das Ey, das abschießen? ist ein freundliches Flugzeug hier. Sorry. Das ist ein Vegas-Flugzeug. Oh mein Gott, wir werden erschossen! Alter, ich bin hier nicht so guter Pilotenschütze. Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich finde das geil, dass die Alter. Hände und das alles so richtig planiert ist. Außer, ja gut, die Hände sind ein bisschen touchy. Die sehen richtig hässlich animiert, yo. Ja. Aber es ist Wolfenstein. Das ist ein Bethesda. Ja, gut, ich glaube, das ist ein geiler Fahrzeug.
sauber und die Effekte. Da ist irgendwas im Wasser. Ich habe immer dieses. Wow, spring mir doch in die Flinte, yo. Lol, ich hab. What the? Es gibt dein Haus hinten. Spaß. Oh, ich hätte einen Schlag von der Wach auf. You're still breathing, you chummy bastard. The top is that come, you know. Wie geil. Jesus Christ. Lol. Okay, was machen wir jetzt? Lockt. Hauptsache die. Mach ich. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben was zu lesen bekommen, glaube ich. Oder nicht, sondern Collections. Ein Concept Art. Elliot Planes. Die alliierten Flugzeugchen. Nimm, nimm. Mehr kann man da nicht finden, alles klar, egal. Oh shit. Condor 9. Come in, Condor 9. Oh oh, wir stürzen ab. Condor 9, come in, come in, Condor 9. This is Condor 9. Who's Private White. Private White. Keine Ahnung. Oh nein. Boah, wie geil das aussieht. Guck dir das mal an, Mann. Ja, das Wasser. Das ist so episch. Die Figur wackelt sich ja voll ab. Schau. Nenn ich der, sondern die cooler Figur. Ach, du meinst die hier? Der ist schon. Oh! Nicht dein Ernst. Spring ab! Alter, nicht dein Ernst! Rutsch, rutsch, rutsch. Autsch. Schau mal nicht, da war das Flugzeug in dem Flugzeug. Oh fuck. Nein. Hä? Ich bin gestorben? Lol, diese Welt habe ich aus der Asche der Schwäche erbaut. Okay, diese Szene zählt jetzt nicht. Ja, nimm mich, mein Freund. I've got you. Danke. Oh nein. Sind die Typen irgendwie dumm? Der hat seine Arme so gegeben, Alter. Der hat durch das Hemd durchgegriffen. Jetzt für die Clubshow. Oh. Gib mir meine Waffe, du Wichser. Motherfucker. Der guckt. Guck dir den nochmal an. So. Oh mein Gott, was für Augen der Typ hat. Die sehen erstmal aus wie Till Schweiger. Die Augen. Arsch, Augen, blau. Der Typ mit den Clubschaugen meinst du? So, jetzt brauche ich hier mal meine Waffen, Alter. Ja, da waren Medipacks. Nimm mal hier das Medipack. I'm a medic! Oh. Ey, yo, ich brauche noch ein Medi. Habt ihr noch was für mich? Nee, habt ihr nicht, okay. Ich würde mit einem Feuerlöscher kämpfen. Gegen die ganze deutsche Armee. Du meinst mit Nico? Ja. Nico, siehst du, Mann, und da ist ja schon mal das da unten, das Overhealth. Damit haben wir halt mehr Prozent Leben für diese gewisse Zeit. Nicht sterben, Broly, nicht sterben! Aber der hat voll die riesige Hand, Alter. Voll die, der hat voll die. Oh, Alter, die ist aufgekommen, sagst du. Okay, Edward, ich hab dich. Boah, danke sehr. Eine bei. Erstmal eine reinschlagen. Eine von links, eine von rechts. Jump, jump. Was hat der da? Das ist so ein Telefon, da? Ja. Lol.
Ende kommt. Brawly ist tot. Rest in peace, Brawly. Rest in peace, Jonas. Was heißt denn Jonas? Jonas, auf Englisch, Jonas. Ja, mit zwei N, mit zwei L. Nein, keine. Oder Jones. Ja, der hätte Jonas heißen. Weißt du, wie die Jonas Brothers? It's the break of dawn. July 16. Wir sind Til Schweiger, okay. LOL! Kriegt er erstmal einen krassen Headshot, yo! Oh, Alter! LOL! LOL! Dieser Hund aus dem Trailer! Scheiß Hund, Alter! Yo, fuck you! Fuck you, Last Stand! Yo, wir sind wieder am Hubschrauber gelandet, geil! LOL, was hat der dann in der Folge? Das Telefon! Fergus, what's your status? We've got a skit of this bad ways over here. Trapped inside an aircraft, well, some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat it. No joke. The same problem here. Shacked up inside dead. Oh, man. Da hinten ist auch noch ein Hund. Wie kann man so krasse Maschinen haben? Ich verstehe das nicht. I see you. Das heißt, hätten die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen, hätten wir jetzt schon Maschinenhunde. Warum waren die Nazis so weit entwickelt? Perfektion. Dann haben sie halt gearbeitet, alle waren begeistert. Also noch krasserer Patriotismus als die Amis. Ja, die wären weitergekommen als die Amis. Sind sie wahrscheinlich so. Yo, wir wissen ja nicht mal, was in Area 51 los ist, ja? Ja, aber stell dir vor. LOL! Naja, hast die Kiste abgestochen. Ich hab die Kiste abgestochen, ja, du sagst. Ob ich einen Fisherman Friend will? Stirb, du Hund! Aua! Dann halt nicht. Was mache ich jetzt? Wohin muss ich jetzt? Doch, ich muss ihn abstechen. Nicht abstechen, weil er dich niedertrampelt. Ach, fuck. Siehst du, Evolution durch Wissenschaft und Krieg. Scheiß. Scheiß Hund, ey. Ich glaube, du hättest früher als der Hund da sein sollen. Boah, diese Ladezeiten, das gibt's ja nicht. Wir könnten tatsächlich ein bisschen schneller sein als der Hund. Ja, gut. Kannst du nicht dadurch Feuer? Ja, vielleicht. Ey, ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich auch nicht. Dass wir im ersten Level zweimal sterben. Nein, dreimal. Die Sonne, eine blendende Macht. Blendende Macht. Hitler. Ja, das ist nicht Hitler. Doch, schau ihn dir doch an. Warum hat der dieses Regimezeichen? Ich verstehe das nicht. Das ist Wolfenstein. W. Wölfe. Oh! Ah, oh mein Gott, sind wir blöd. Man kann da drunter sliden. Oh fuck. Yo, und zwar richtig schnell. Boah, Alter, wir sind der richtige Supersoldat. Wir sind. Wahrscheinlich kann man hier was finden. Wir wollen dich absaufen, Junge. Bisschen mies. Ah, schau mal, da ist jemand. Hallo. In Dead Space 3 konnte man die Leute, die rumgeschwebt sind, konnte man die angreifen, also schubsen oder sowas. Wir sind hier aber in Wolfenstein. Lol. Die Wellen. Lol. Schwimmt einfach die Wellen hoch und ich glaube, du sollst tauchen. Alter, das erinnert mich richtig krass an Ohama Beach auf in der Normandie. Oh nein! Was ist dieser riesige Roboter? Fuck, ich hasse riesige Roboter. Tauch nochmal auf. Lol, schau ihn dir an. Der ist ja größer als der Titan in Titanfall. So geil. Ich dachte, es wäre ein Collectible, Alter. Ah, das ist ein Nazi-Collectible. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Ah. Kanten. Und, oh yeah.
Bam, bitch. Ich kann es nicht zerstören, Alter. Schau ihn dir aber an. LOL, ist der zur Seite weggeglitscht? Oh ja. Gibt's hier mehr? Gibt's hier mehr? Nein, gibt's nicht. Okay. Hui. Krieg ich jetzt endlich mal eine gescheite Waffe?